Zeit für noch eine Geschichte? Eine kurze. So. Gehen wir weiter hier, meine Freunde. Warum? Wenn du mich weiter unterbrichst, höre ich auf. Ist ja schon gut. Der Skorpion bat einen Frosch um Hilfe. Er sagte dem Frosch, wenn er ihn auf seinem Rücken über den Fluss trüge, würde er ihn entlohnen. Der Frosch verneinte, aus Angst, der Skorpion würde ihn stechen. Der Skorpion versicherte dem Frosch, er würde ihn nicht stechen, weil sonst beide im Fluss ertrinken. Der Frosch stimmte zu, doch auf halbem Weg über den Fluss stach der Skorpion. Der Frosch war tödlich verletzt und so sanken sie auf den Grund des Flusses und starben. Wie traurig. Warum stach der Skorpion? Er war ein Skorpion. Es ist seine Natur, Böses zu tun. Oh, genau das hat Mutter über die Götter gesagt. Deine Mutter hat immer die Wahrheit gesprochen. Ja, aber ja, ich genug Geschichte. Ja, wir können da jetzt weiter. Ich weiß, sie ist sehr mächtig, aber glaubst du, sie kann einen Kopf zum Leben erwecken? Ich glaube, sie versteht ihr Handwerk und wir haben nichts zu verlieren. Wenn sie den Kopf nicht erwecken kann, können wir ihn dann behalten? Nein, aber du kannst ihn an die Fische verfüttern. Klingt gut. Ich hoffe, das Spiel hört nie auf. Ich kann das ewig spielen. Direkt hinter mir! Mit den Dingen kann man ja auch irgendwann mal was machen, wahrscheinlich mit dem Kopf, schätze ich mal. Oh, Schatztruhe. Und Kristalle. Oh, da. Komme ich denn zur Kiste rüber? Atreus, komm her. War ich schon. Bin ich wieder oben bei der Hexe. Kenne mich schon aus. Halbwegs, zumindest. Machen. Das ist natürlich nichts, ne? Aha. Ich kann das nehmen und irgendwo hinwerfen. Darüber. Wieder so eine Tür. Mhm. Okay. Nichts mehr mit dem Ding.
Nee. Dein Vater verirrt sich nicht. Ah, hier sind die. Okay. Einmal. Zwei. 5 von 7, sehr gut. Ich hoffe, dass wir in jeder Kammer eine fette Aufgabe haben. Das hoffe ich. Oder halt so eine fette Map oder so. Junge. Noch eine von diesen Karren. Ah, das ist eine Schildkröte. Ja, noch zwei so Schlösser brauchen wir. Noch ein Rest, Leute. Passabel. So ein geiler Axt. Aber trotzdem, die Schwerter sind halt die Schwerter mit den Ketten. Ich kann wissen, was man denn gemacht hat. Eine Tür oder? Ich glaube, da oben ist noch einer von diesen Sammelschachteln, in die ich die Runen gemalt habe. Weißt nur nicht, wie wir sie erreichen können. Ich sehe etwas da oben. Und da ist ein Schatz da unten oben. Ah, hier ist mal verschieben. Da oben! Siehst du? Und das müssen irgendwo diese, noch diese zwei Dinger sein für die Kiste. Warte mal. Mal gucken. Mal wieder runter. Maybe. Da in der Nähe irgendwo. Und da braucht er dann. Kennt ihr aber nicht. Das heißt, er könnte aber vielleicht darauf, wenn ich ihn irgendwie raufgebe. So. Ich weiß nicht, was wir hier noch wollen. Ah. Du bist darauf. Okay, schau mal. Es ist eine. Es ist noch eine von diesen Sandschalen. Auf der Seite von dieser hier stehen andere Runen. Was bedeuten sie? Noch ein Rätsel. Verzerre mich nicht. Ist es dein Ende auch? Gib
mir zu viel, bleibt nichts als Rauch. Vielleicht ist die Antwort wieder in der Nähe zu finden. Feuer. Die Antwort muss hier irgendwo hingeschrieben sein, oder? Ja, jetzt kann ich sehen. Da steht Feuer. Ha, bin gut. Wow. Genial. Schaden, das ist aber besser, mehr Schaden sogar. Warte mal, bevor ich da jetzt rüber hüpfe. Ich muss die Kiste noch aufmachen da hinten. Es muss doch irgendwo was sein. Ah, hier schon. Ein Siegel noch. Ah, warte. In der Nähe sein, ich denke mal. Diese Rune. Verdammt, die muss so sein. Sind immer in der Nähe von den Kisten. Und da ist noch eins, da gibt es echt viel. Da ist sie, oder? Haha. Das letzte! Lass uns die Truhe! Hier geht's raus! Das denn? Was ist das denn für eine Kiste? Wir können jetzt zurück oder was? Das war die Chiffre. Wohin darauf? Achso, da bin ich hergekommen, oder? Kehrt um, Asen. Die Götter sind hier wohl nicht willkommen. Achso, da komme ich jetzt rauf zu ihr, ne?
Ich höre wieder raus, aber das kann ich alles lesen mit der Chiffre. Ach, mal wieder runter. Oh Gott, ist das eine Abkürzung oder was? Fix. Einfach eine Abkürzung. Von da drüben daher. Jetzt sowieso da rauf müssen. Nein, aber zuerst gehe ich mir alles in Ziffern jetzt. Und, ich Idiot, die Kiste. Atreus, folge mir. So, jetzt können wir nach unten wieder zurück. Kann ich nämlich dadurch gehe schneller. Ich bin da. Nein, ich ist ja wurscht. Wo ich gehe. Was ist da so rausschwimmen? Ich schwimmen einfach. Fahr mit meinem Boot. Fahr mit meinem Boot. Gerade so eine Geschichte. Junge, weißt du noch, wo Backbord und Steuerbord sind? Oh, ich glaube schon. Backbord ist links, Steuerbord rechts. Stimmt's? Nicht von dir aus. In Fahrtrichtung des Boots ist Backbord links und Steuerbord ist rechts. Ja, das wusste ich. Wirklich? Anlegen, oder? Was ist hier? Hier habe ich ja schon alles, genau. Und hört darauf. Wir fahren in die Richtung. Oder was? Ich fange so an. Was das? Da hinten. Die Minen. So, dann fange ich mal da gerade aus an. Jetzt kann ich es lesen, aber ist es ein Name? Gaedriful. Wow, der Name hat sie entfacht. Ich kenne diesen Namen nicht. Ich auch nicht. Ah, okay. Bitte mir leuchten. Okay. Ah. Also,
Okay. Acht Türme, das ist da, das heißt da ist zwei. Den Turm müssen wir leuchten jetzt. Verstehe. Wird das wohl machen? Warte mal, was ist das nochmal gewesen? Steinfalldock. Das war der Turm. Das ist der Eingang, das heißt da der nächste Turm. Geht in die andere Richtung. So. Ist hier richtig? Eigentlich nicht. In die falsche Richtung. Hier. In die Richtung. Ich muss da irgendwie raufkommen auf die Türme, das ist das Problem. Auf manchen kommt man nicht drauf. Ich glaube, das ist einer, oder? Oder nach, den kommt man rauf, sehr gut. Noch ein Name. Er. Ja, okay, toll. So komme ich woanders hin. Das. Schau mal da drüben. War ich da eigentlich schon? Aber ich komme nicht vorbei, weil die Schlange da im Weg ist. Jake the Snake. Ja, das ist so im Weg. Ich glaube, die ist da absichtlich. Weltenschlange. Ja, man kann da nicht drauf, weil da die Schlange im Weg ist. Diesen einen Turm da. Das macht mich aber traurig. Genau, da ist auch ein Dock, genau. Aber da irgendwie anders rein, warte mal. Mal schauen. Man kann da gar nicht her, weil die Schlange im Weg ist. Das heißt, ich muss da aufmachen. Dass ich da weiterkomme. Backboard. Ha? Backboard. Oh, Linksverbot. Korrekt. Da kommen wir nicht drauf, okay, das ist da oben. Kann man hier rauf, von der Seite wahrscheinlich schon, oder? Aber da muss ich irgendwie. Ja, okay, man kann da nicht drauf. Man kann nur von der anderen Seite rauf, nur man kommt hier nicht drauf, weil das da oben ist. Und ich weiß nicht, wie wir das da runterfinden. Aber ich könnte die Brücke drehen, vielleicht dann komplette Brücke herdrehen. Und da kann man nicht drauf, weil das Ding da oben ist. Und ich weiß nicht, wie man das runterkriegt. Da gibt es keinen Hebel. Der Hebel ist nämlich da oben. Ja, wahrscheinlich geht das irgendwie anders dann. Mit dem Schrein. Da ist ein Tor, sein Schrein. Ich hoffe, ich kämpfe wirklich gegen ein Tor, damit das sieht, was ein Gott ist. Da ist er. Da kann man raus. Neues Dock. Aber ich noch gar nicht.
Oh, was ist da los? Ah. Okay. Dafür brauchen wir eine andere Schiffe. Was? Ist dein Scherz? Wir brauchen mehr Chiffren. Wir sollten wirklich mit einer Chiffre wiederkommen. Aber wir haben eine Chiffre. Oder geht die Chiffre nicht? Brauchen wir wieder. Okay, das ist echt langwierig. Oh, eh gut. Lass uns gegen was tauschen. 666. Komm mal hier rein. Wow, ein Level 6er. Alter Schwede. Die machen mich, glaube ich, One-Hit, wenn sie mich treffen. Fuck. Falls man zuschaut, Gamepad, da will ich nicht. Weil am Abend vielleicht irgendwann. Scheiße. Ja, passt. Haben wir ihn. Yes. Wir haben ihn. Puh. Die waren echt stark. Haben wir jetzt echt gut gemacht. Die hier kann ich nicht lesen. Das heißt auch zum nächsten daneben. Was ist denn das da? Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Dann fehlen noch 2. Vielleicht da drauf eigentlich, wenn wir gleich sind.
Ah, da war ein Rabe. Scheiße, die haben einfach nicht oben jetzt. Muss ich aber holen, den vergesse ich sonst. Ich komme natürlich auch nicht drauf. Wann geht das eigentlich vor, wenn das runtergeht oder gar nicht runtergeht oder ich weiß nicht. Ja, das ist ja das dann, ne? Das heißt, wir gehen mal dahin. Oder warte lieber dahin. Oh, nicht so weit gehen. Ah, oben sind auch noch zwei, auch okay, passt jetzt, wissen wir's. Auch anzünden. Schauen wir gleich. Das ist er da. Ja. Dann mal an die Arbeit. Schlammbogenverbesserung. Was hat er denn? Junge? Ah. Und noch besser. Darf es sonst noch was sein? Rüstungsdruck kann ich verbessern. Dann werde ich 2, 5 und 6 Qualität. Und dann die Rüstung verbessern, Armrüstung. Abwehr rauf. Will ich aber nicht mehr. Ich kann sogar die verbessern, also das finde ich eigentlich auch. Aber mir gefallen nicht so vom Ausschauen hier. Passt nicht zu meinem kompletten Outfit. Qualität geht nach oben sogar, wenn ich das so rauf habe. 2, 3, 4, 4. 2, 5, 6. Ja, lieber die Brust. Los, keine falsche Zurückhaltung! Und der Knauf. Den kann ich jetzt auch verbessern. Geil. Faust des Tors. Damit wirst du sicher Spaß haben. Und lass ja nicht zu, dass mein schlümperhafter Bruder sie nochmal in die Hände bekommt. Okay. Das kann ich ihnen schon geben, oder? Was für den Jungen? Sorge weg. Halt mal eine Ziftrüstung, das brauche ich nicht.
Ja, sonst hört er nicht irgendwas. Was war diese andere Sache? So. Vitalität. Jetzt kannst du aus Instant schießen. Das ist da reinschauen, da kann man ja auch was übersetzen. Also warte, genau, wir rüsten jetzt den zweiten Slot. Ne? Ein Violettenstein, Geld. Das geht auf Runen. Runen und Glück. Vitalität. Vitalität. Mit das nicht. Was habt ihr hier schon so? Ich glaube, die Abwehr passt. Oh. Ah, da. Noch ein Name. Rhoda. Na dann. Gehen wir mal da rein. So, wir lesen was da, vielleicht geht es dann runter, dass ich da rauf kann. Wirklich mit einer Chiffre wiederkommen. Wir haben eine Chiffre, was ist mit dir? Ich check ihn nicht, blicke nicht durch. Lies es. Jawohl. Ich kann sie jetzt lesen. Da steht in Muspelheim, der Feuerwelt sind Suturs Spießruten. Wie ein magischer Speer. So, Spießruten, die alte Welt des Feuers jetzt. Da wir die Weltenrunde haben, können wir dort jederzeit hinreisen. Stellen. Okay. Eine Reihe von Gefahren. Das sollten wir uns mal ansehen. Das ist eine Mission. Seht ihr was, wenn ich alle drei aktiviere? Ah, schau mal. Mach dich bereit! Ach du Kacke. What the fuck? Nein. Nein, ich will nicht überlebt werden. Nicht. Ja, dann sicher nicht. Schau nochmal. Ich kann sie jetzt lesen. Da steht in Muspelheim, der Feuerwelt sind Suturs Spießruten. Wie ein magischer Speer. Oder eine Reihe von Gefahren. Das sollten wir uns mal ansehen. Sei bereit! Boah, violette Hexen. Über 7 Pikenari. Wir sind jetzt besiegen können. Okay, ich mach das ein bisschen später, wenn ich dann ein bisschen stärker bin, weil das ist ja nicht normal, was die für Schaden machen und nichts einstecken können. Ich geh zuerst zu dieser Feuerwelt.
Die sind echt brutal. Okay, lass das nochmal so. Wir sind dann nochmal hinkommen. So, das habe ich da ja schon gelesen, wie ich zurückgegangen bin. Also da komme ich zum Berg rauf, ne? Eigentlich will ich ja eine andere Welt. Diesen Spießrutenlauf. Eine Hexe, mit der werde ich zurechtkommen, aber zwei, die was 6 und 7 sind, mit violetten Leben, die sind schon ein bisschen pervers. Komm jetzt hier nochmal her. Muss auch aktivieren, nein. Die Schalen hier auch nicht, nur die großen Schalen sind das. Die vielleicht. Nö. Die haben. Bei denen steht nichts. Bei der Schale steht auch nichts. Merkwürdig, aber okay. Da irgendwie raufgehen unten. Hier mal nicht. Hier auch nicht, oder? No. Okay. Probier jetzt mal was, ob ich in eine andere Welt reisen kann. Blauer Kristall, kann man drauf schießen. Ich probiere das jetzt, ob ich woanders hinreisen kann, wo ich noch nicht war. Da vielleicht noch mal. Da ist es aufgegangen. Wenn nach Heim geht nicht. Muss vielleicht. Da war ich noch gar nicht. Niflheim. Asgard. Wartelheim geht nicht. Helheim geht nicht. Afelheim war ich schon. Wirtenheim geht nicht. Wenn nach Heim geht nicht. Da könnte ich aber hin.
ist alles rot jetzt. Okay. Schauen wir uns das mal an hier. Ne, der ist auch noch da. Okay. Wow. Wow. Ganz schön heiß hier. Aber ist das Schnee? Asche. So fällt sie nur bei großen Feuern. Tja, das soll das größte Feuer von allen sein, nicht wahr? Muss eine Mission los. Muspelheim. Muspelheim. Die uralte Welt des Feuers. Hat deine Mutter davon erzählt? Nicht besonders oft. Ich meine, es spielen hier auch nicht viele Geschichten im Feuer. Außer bei den Feuerriesen vielleicht. Aber die reden bestimmt nicht oft mit Fremden. Und es wurde schon ein bisschen in Koronos Welt. Was Sotos Spießruten wohl sind. Was? In den Runen stand, dass wir die hier finden. Hm. Sehen wir uns um. Ja, ich liebe solche Sachen. Wahrscheinlich auch neue Viecher. So, wie schaut's aus? Sind oder Spießruten. Oh, ist das die Hölle auf Erden? Lol. Wer ist da? Scheiß mich an. Hitze ist verdammt hilfreich bei meiner Arbeit. Macht sogar den Raum selbst biegsamer. Zum Beispiel diese magischen Türen, die du so magst. Hier führen sie alle zueinander, ganz ohne Brocks zutun. Geh mal dort drüben hin und wecke sie auf. Du wirst sehen, durch Muspel zu reißen ist kinderleicht. Solange du nicht gekocht wirst. Okay. Und was hast du da draußen entdeckt? Und was Neues, also Base oder was Neues? Also brauche ich Glut. Boah, sieht auch geil aus. Die schaut geil aus. Die sieht auch geil aus. Wow. Ich will das Feuer mit schweren Großverbesserungen im Potenzial Fresser setzen. Schön geil aus. Die, wenn meins. Und wir auch das Feuer heute stärker geschaltet, wenigstens wieder her. Grüßen Sie die schwellende Schwefelpanzerhandschuhe. War auch geil aus. Dann brauche ich Glut, ne? Oh Gott, geil. Jede Position auf Flammenzorn, bei eure Flammenzorn erhöht die Stärke. Das ist aber geil. Das will ich haben. Passage. Erzeugt eine Muspelheim-Marschrunde, verhindert, dass gerade das Angriff unterbrochen werden. Geil. Das will ich haben. Das ist aber auch geil. Ach, da ist noch so viel Feuersachen.
Froschblätter, weil das auch viel. Ja, da kann ich aber sparen. Komm wieder, wenn du noch mehr Zeug gefunden hast. Sieh mal hier, noch eins. Das ist die Arena-Welt, oder was? Er heißt Sute, ein Feuerriese. Er macht ein Feuerschwert. Ein komplettes Ausrüsten mit Feuer. Aber ist das die Vergangenheit oder Zukunft? Das habe ich erst einmal gefunden. Aber der Feuerriese aus dem Schmiede ein Feuerschwert und bekämpft Thor und Odin. Oder wird es tun? Arena, passt, ist gut. Ja, da kann ich jetzt sehr viel spielen, damit ich alle zusammenspare. Glut und den ganzen anderen Scheiß. Weil ich meine Rüstung machen kann. Vater, ich höre eine Stimme. Wieder ein Alt. Ich glaube nicht. Sie kommt von da oben. Dann zur Arena mal. Die Handschuhe sind die ersten, was ich mir hole. Die Stimme! Gleich hier um die Ecke! Oh! Boah! Es ist ein großes Schwert. Es will wissen, ob wir mit dem Training sind? Ja. Mach dich bereit, Junge. Ja, Vater. Raugo! Ich komm nicht raus.
Kann ich schon was bauen, oder? Und so das zweite Ding, aber warte mal. Ich darf nicht, dass ich zu ihm zurück kann, oder? Ich probier's mal. Ich weiß, ob ich schon was bauen kann. Das ist nämlich schon wichtig in der Arena. Da brauche ich schon gescheite Sachen. Die Handschuhe zumindest mal. Also gut, was ist kaputt? Nein, immer nichts. Ah, noch zwei. Dann hole ich mir das. Ich hole immer. Verstehe. Wolltest mir nur. Zweimal Blut noch. Glaube ich. Schaut das jetzt. Das Rot ist so heftig. Roter als Rot. Es sagt, diese Prüfung hat noch eine Stufe. Eine Stufe. Kurzer Zettel. Sei bereit, Junge. Das bin ich. Traube. Bitte werden wir den anderen noch leben. Das heißt, die Gegner dürfen am Seite gleichzeitig sterben. Ne? Nein! Schon wieder. Ja, genau, ja.
gleich, aber. Ja, soll da was machen, war schon tot, du Biene, das Team. Gibt's ja nicht, oder? So, du bist schon mal da. Jetzt kann ich noch was holen. Was ist denn da hin? Also, niemand lebt hier, oder? Wir sollten uns weiter umsehen. Da ist ein Tor, ja, genau. Da ist noch ein Schwert. Das muss die nächste Prüfung sein. Ist noch eine Kiste irgendwo? Nein, okay. Okay, das machen wir dann gleich. Zuerst. Wo hab ich da, wo war da bitte was? Nicht mal als Wüchsen irgendwo. Kratos und die Arena. Was? Was darf's denn sein? Die wollte ich, ne? Kommt dann die Hüftrüstung. Die sieht aber auch Mörder aus. Die würde ich nehmen, nämlich 8 Stücke noch. Was war diese Sache? So, warte mal, jetzt solltest du auch noch reingeben, na, die Steine. Dunkelalben.
Aber auf den hohen Segen wieder noch in Parade. Nicht links und Tarif. Ja, aber dunkel am Käppich kriegen wir. Treue von Segen. Das wäre okay. Leuchten nicht gerne die Handschuhe. Also müssen die, ja, vielleicht nicht mehr zuerst die Brust und dann das Rauchgas mal schauen. Wow. Schauen wir mal, was jetzt kommt. 5 Minuten überleben, boah. Da sind sie. Das ist krass. Ich bin ausgewichen. Get! Come on,
Personalisch, das war jetzt eine Geburt. Heavy. Sehr gut. Und dann geht's wieder runter. Jetzt machen wir uns mal entweder Brust oder Röckchen. Die Arena ist wirklich eine Frechheit jetzt gewesen. Lasst uns an! Glutpaar. Feuerwappen. So, okay, dann kriege ich 2 und 3. Alles nur Minus, okay. Das ist kacke. Ja, die muss da aufgewertet werden, das ist das. Dann würde ich mir die Hüfte kaufen. Natürlich. Sollten alle Körperteile dran. Teuer ist alles. Auf Wiedersehen. Aber hier ist die, glaube ich, da drin. Warte mal. Eines. Das wird 4, okay. Das wird sein, ja. Wieder Abwehr. Ja, das ist immer das gleich. Also doch ein anderes. Warte mal, was ist das überhaupt, wenn es gegift? Stärke ist da drin. Vitalität, okay. Können wir das anschauen?
denn das drin überhaupt? Runen. Drei Stärke, drei Runen. Na, lass ich mal so. Das passt schon. Das heißt, wenn ich mir die Brust holen muss, ich zuerst schauen, dass ich die Brust überhaupt aufwerten kann, weil sonst bin ich nur im Minus. Na cool, dass das so geil leuchtet. Na, die Brust gibt mir irgendeinen Bonus auf Set oder so. Set-Bonus. Ich bin gespannt, was Nummer 2 jetzt ist. Gesundheit. Puh. Es beginnt. Es geht los. Pardon. Was? Wie schnell sie erholen, so vor Instant fast. Ja. Ein Beat, oder? Geht nur so, aber sonst erholen sie sich zu schnell. Die sind töten, sonst geht sich das nicht aus. Aber halt mit Ring töten. Bauen sie wahrscheinlich. Machen eine Wand. Okay. Wie soll ich in den reinhauen, dass das nicht ausgeht? So, weniger wenigstens. Runterwerfen geht auch. Noch was? Oh nein, die fetten Trager. Hinter dir!
Können wir hier runterwerfen, das ist perfekt. Wie viel noch? Ah, da hinten auch noch, wo ich nicht runterwerfen kann. Da komm noch her. Alter, kann man nicht auch mehr genau den Trottel. Da kommen echt viele. Alter! Das ist ein lustiger Witz, oder? Nochmal die. Schauen, was das nächste ist. Zwölf Loot, okay. Das ist unser Weg. Weiter geht's, Arena 3. Ja, zurück muss ich jetzt aber nicht, weil ich brauche mehr Loot. Klettern ist normal. Oh wow, ein Lavawasserfall. Ein Lavafall. Lavafall. Mal drei wird schon letzter Arena sein, oder nicht? Aber so weit weg ist, ist die anderen. Boah. Noch ein Schwert. Nein, es gibt doch weiter. Sechs. Die Stimme sagt 6. Boah, sind das mit der Hälfte? Schwäche hat natürlich einen Unterschied, Schwäche zu stellen. Kenn ich von Destiny. Oh nein, die. Ich muss sie kaputt machen. Das Ding kaputt machen. Ja.
Schild wieder ab. Warum weicht er aus, wenn ich das machen will? Alter Schwede. Ich wieder überleben, wenn das ist. Da lass doch nichts fallen, der Idiot. Nein, will ich mich wieder. Nein! Eine verdammte Hexe! Was hat er mich jetzt? Das gibt's ja nicht, hat er mich One-Hit gemacht. Okay, das ist wirklich ein bisschen was Schwereres. Da muss er wieder sein Stein holen, oder? Oh, sechs. Also er hat eine. Okay, nochmal. Das war jetzt knapp. Bereit! Und die Insekten-Dinger. Ich bin bereit!
kann doch nicht abwehren. Das verstehe ich nicht. Ja, da bin ich jetzt getroffen. Der kann mich da nicht getroffen haben, das gibt's ja nicht. Scheiß Käfer, du bist ja da. Wir sind ja nicht mal, wo die diese Dinger hinwerfen. Nicht abwehren, ich verstehe es nicht. Diese komischen Dinger, was die hinlegen. Ja, man kann das nicht abwehren. Man kann diesen Scheiß nicht abwehren. Man kann machen, was du willst. Man kann nur ausweichen. Und das ist so behindert, weil du oft nicht siehst, wo du stehst. Wo sie diese blöden Dinger hinwerfen, diese Arschkäfer. Wie viele davon es hier wohl gibt? Oh, sechs. Normal ist das nicht. Und das ist die normale Version davon. Das gibt es in Schwer auch noch. Alter, ich wollte wieder tot, bist du Scheißkäfer, du ohne dich hier. Ja, kann nicht abwehren. Geht nicht. Ich hab's gleich. Hallo. Ja, du siehst nicht, wo du das hinschießen, dieses komische rote Zeugs. Schaut die anderen Idioten-Viecher. Einfach nur mit ihm drauf, die einfach drauf schießen und fertig. Macht sehr viel Schaden auf sich. Gibt das?
Das ist unsere Spinnerten. Hallo, ich hab abgewehrt. Unnötiges scheiß Käferviech, du. Und so einfach hinlaufen, dass die Käfer drauf schießen. Ja, wir probieren es mal ab, es geht nicht. Voll beschiss. Leben geben die auch nicht, das ist ja traurig. Das sind die anderen da hinten. Wo kommst denn du her jetzt? Das siehst du denn gar nicht, wo er herumfliegt, dieses scheiß Idioten-Käfer-Wichser. Ja. Naja, das muss schaffbar sein. Mir geht zum Beispiel diese Bomben gehen mir nur am Arsch die ganze Zeit. Wie viele davon es hier wohl gibt? Weil du siehst oft nie, wo er sich hinwirft und du kannst das nicht abwehren. Das ist behindert einfach. Bereit? Bereit. Und dann mal vielleicht den Ständer nehmen, dass ich weniger Schaden von diesen scheiß Idiotenviecher krieg. Ach so, warte mal. Da. Weniger Schaden durch Dunkelalgen. Einmal. Nur das passt. Mit 12% weniger Schaden wenigstens für diesen. Schau dich an, du scheiß Käfer, du Unnötiger. Hallo, wer hat denn ich schon durch allein zurück? So soll das nochmal sein. Lass ihn so langsam auf, dann muss er ein bisschen schneller aufladen. Süßes Schiff, ne? Kann nicht bewegen mit dem Visier. Junge, du blöder Idiotenkäfer, du. Wieder in diesen behämmerten Laserding. Wo bist du? Komm aus den Schatten raus, du Käfer, du ohne dich, die dich töten kann. Achtung!
Wie kann er mich angreifen, wenn er paralysiert ist? Das check ich nicht. Machuca, da schaut mehr aus. Was? Was? Scheiße. Weil ich nichts höre. Was ist? Ab, du verfickter irgendwas, Käfer, du Binger da. Das sind die Bitches von Hexen. Was? Wir hatten mich da getroffen, ey, du. Kann nicht schon Schaden kriegen? Ja, jetzt war's tot. Komm, bitte. Da, jetzt kriegst du's. Ja, genau. Muss der Käfer hat ohne dich, Alter, eins mit dabei. Genau, jetzt kommen wieder welche, die verarschen. Das ist aber ein Scherz. Gut, wer tot ist, Alter, wirklich, das ist ja aber so ein dummer Scherz. Ja, na endlich. Bin ja das scheiß Viech. Puh. Jetzt kommt eine schwere Version, aber reicht überhaupt noch raus? Da hinten, nur wieder so einen Lebensstein kaufen. Ah, oh, ich muss wieder runterklettern, das ist ja kacke. Seitlich, ne? Ja.
Müssen wir runter gehen. Ah, falsch. In der Richtung was. Mr. Brock. Was darf es denn diesmal sein? So. Was brauchst du? Ah, genau, das war da. Ach, das stimmt, stimmt. Ich brauche, das reicht aber der auch, oder? 5000, puh, nein, mal scheiß drauf. Ein Bild habe ich nicht mal eins, dass ich das herstellen kann. Das muss ich auch noch aufwerten, auch noch. Drei Plätze dann schon, boah. Das auch auf drei Plätze. Bist du narrisch? Aber ich brauch Money, ja. Gut. Viel Glück. So, ich speichere jetzt mal, weil ich geh jetzt mal was essen. Wenn ich zurückkomme, werde ich weitermachen. So, dann bis später, Leute.